Na und da bei der Feuerwehrjugend, die Neigen, seid schon nervös? Ja. Na? Was gibt's denn für einen Einsatz jetzt? Gasbrand, Kinderrettung. Und wer ist das retten? Johanna. Wer ist das? Maria. Maria, welche Rettung? Und das ist der Fabian, gell? Fabian, erzähl mir mal, was war denn da gestern? Du hast mir eh gestern schon erzählt. Du spielst den Verletzten, gell? Ja? Bist schon sehr nervös? Hast die Rolle gern? Was bist denn für Verletzter? Irgendein Verletzter? Ist das eure erste Übung? Nein. Zweite oder zweite? Bei der Feuerwehrjugend war ja. Wie viele sind denn da bei der Feuerwehrjugend? 17, 15? 16, 17, 16. Und wer ist euer Kommandant? Oder wie sagt man da? Jugendführer. Jugendführer? Ah, die Michi, ja. Und von der Jugend muss ich einer sein, was da jetzt? Der Simon, aha. Ja, dann wünsche ich euch, was sagt man da? Gut wer? Ja? Kennst du das auch schon? Sagt es einmal. Lauter, darf er nicht. Super. Wenn ihr rauskommen würdet und unsere Feuerwehrjugend da entsprechend anfeuern und unterstützen würdet, wir haben heuer eine ganz besondere Übung, einen Gasbrand, und ich glaube, es lohnt sich wirklich da einfach zuzuschauen. Am besten sieht man an beiden Straßenrändern. Die Mitten, die brauchen dann wir von der Straße nicht mehr machen. Maria jetzt, ha? Ein Rauch. Gehört ihr auch schon zur Übung? Okay.
Sie sind sehr vorsichtig und versuchen ihn natürlich nicht einzuzwicken, aber das sind genau die Bewegungen, die dann einen Einsatzfall notwendig sind. Im Hintergrund denken wir, wie die Löschleitung entsteht, dass wir dann auch den Gasfall bekämpfen können. Das brauchen wir natürlich auch. Und wichtig ist in so einem Fall, geht ja manchmal der Rauch und der Rauch und der Brief nicht die Kinder einfach nur auf die Ware zu tun, sondern die Kinder dann auch nicht. Super.